Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Und heute bin ich gekommen, um mit euch zusammen zu jammern, beziehungsweise euch die Hucke voll zu jammern. Ja, herzlichen Glückwunsch, ihr seid gerade befördert worden zu meinem Psychologen. Ja, zunächst einmal ist es eine wundervolle Zeit. Ich habe aktuell keine OVP-Produkte zum Aufmachen. Ha, Neuzugänge, ja. Die werden vermutlich erst Mitte November kommen. Und Mega-Openings habe ich erst frühestens gegen Ende der Woche. Glaube ich zumindest, wenn das Paket bis dahin ankommt. Er hat jetzt mir per E-Mail geschrieben, das Paket sei gepackt und auch ein Foto vom fertigen Paket geschickt. Eine Sendungsnummer habe ich nicht. Ob er es abgeschickt hat, keine Ahnung. Das werde ich sehen. Dennoch, allerdings, danke an der Stelle, denn ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, es ist eine Spende. Ich bekomme ein Riesenpaket mit vielen Comments und vielen Holos und ich freue mich schon drauf. Vielen Dank für die Unterstützung. Und diesmal ist es nicht von Realistic Yu-Gi-Oh! Gut, das hier ist Deko, damit ihr was zum Gucken habt. Boah, DDS Dark Magician, DDS Exodia, DDS Blue, also da flext er wieder. Ja, ist okay. Also, zum Thema. Viele Leute beschweren sich, oder einige Leute beschweren sich immer mal wieder über Sammler, über Spieler, die den Wert der Karten nicht schätzen. Ich gehöre auch dazu, denn es gibt einfach viele Spieler, für die eine Karte einfach nur Mittel zum Zweck ist. Ja, die sehen nicht mehr dahinter. Für die ist das einfach nur etwas, ja, das Bild könnte auch einfach weiß sein. Das ist scheißegal, das ist nur Mittel zum Zweck. So, die würdigen die Karte nicht. Alles, was nicht spielbar ist, ja generell Schwachsinn. Du brauchst das sowieso nicht. Und Sammler sind ja sowieso komplett grenzdebil und schmeißen ihr Geld zum Fenster raus und so weiter und so fort. So, diese Leute gibt es und über die wird sich in regelmäßigen Abständen von Seiten der Sammler eben beschwert. So, in Facebook-Gruppen, in WhatsApp-Gruppen und auf YouTube habe ich es auch schon mal gesehen. Ich selbst gehöre natürlich auch dazu, weil es halt einfach Fakt ist. Und da diskutiere ich auch gar nicht drüber. Aber ich finde, es sollten auch mal Missstände in den eigenen Reihen angesprochen werden. Und die gibt es zuhauf. Und zwar gibt es einige Sammler, die mir, was ihr Verhalten angeht, richtig gegen den Strich gehen. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Sammlern. Es gibt einmal diese sogenannten Billo-Sammler, das sind meistens relativ junge Schüler mit 20 Euro Taschengeld, die halt einen Ordner voller Starfoils oder sowas haben. So, dann gibt es die, die nur Commons sammeln, weil die der Meinung sind, dass Holo-Effekte irgendwie vom Artwork ablenken, was bei manchen einzelnen Karten auch der Fall ist, aber ansonsten vertrete ich die Meinung nicht. Dann gibt es natürlich noch die, die bloß ein paar vereinzelte Karten sammeln, so aus ihrer Kindheit, aber ansonsten spielen und so weiter und so fort. Quasi der Hybrid aus Spieler und Sammler. Aber die sind alle gar nicht gemeint. Also meine Beschwerde, die ich hier einreichen will, oder meine Diskussion, mein Denkanschluss, der bezieht sich hier auf zwei spezielle Sammeltypen. Ganz speziell auf zwei. Das heißt, will ich vorher allerdings schon gesagt haben, nicht, dass alle, die nach diesem Sammelmuster sammeln, so sind. Ich kenne viele, die in diese Kategorie gehören, die absolut nette Typen sind. Aber es gibt eben auch die anderen. Also nicht jeder von euch, lieben Abonnenten hier, die das jetzt sehen werden, sollte sich dadurch angesprochen fühlen, um Gottes Willen, ja. Okay, also es geht um zwei Sammeltypen, nämlich einmal die Nostalgie-Faschisten, so wie ich sie gerne nenne, und diese sogenannten High-End-Sammler. Oh, meine Sammlung muss ja so teuer sein. Das ist eine Geldanlage. Und wenn das Finanzsystem zusammenbricht, ja, dann nehme ich meinen Chaos-Imperator-Drachen-Ultimate und kaufe mir einen Ferrari. Ja, und so, diese Arten von Sammlern, diese beiden. Zum einen haben wir den Sammler, der besonders viel Wert darauf legt, dass seine Sammlung besonders viel wert ist. Jede Karte, die nicht mindestens 100 Euro geht, ist ja generell Mist, ist ja generell Müll. Also, und nicht nur, dass sie das so sehen, ja, wenn die das so sehen würden, okay, würde ich sagen, dann seht das so. Es ist eure Meinung, Meinungsfreiheit, okay, seht es so, ist mir Wayne. Aber das Verhalten, das sie damit kombinieren. Beispiel, habe ich öfter mal in WhatsApp-Gruppen erlebt, jemand freut sich über was, er hat was bekommen. Eine Karte, die ihn freut. Freude, das ist das, was Yu-Gi-Oh! Eigentlich ausmacht, was jedes Hobby ausmacht, das man hat, dass man sich dran freut. Aber statt sich einfach für die Person zu freuen, die jetzt, keine Ahnung, zum Beispiel den antiken Feendrachen bekommen hat, ist jetzt nur ein Beispiel, also es war jetzt nicht ich, sagen die, ja, das bist du für ein Lappen, die ist ja nicht mal First. Ja, das ist ja, schmeiß doch weg. Ja, was willst du denn damit, ist ja nicht mal First, das ist ja, braucht man nicht. So, und dann wird mit einer überheblichen, herablassenden Art die Person runtergeputzt. So, das können auch ganz andere Karten sein.
Ein relativ konkretes Beispiel ist eine, die ich aus Facebook kannte und mit der ich auch in einer Yu-Gi-Oh! WhatsApp-Gruppe war. Und die hatte eine große Liebe in Yu-Gi-Oh! Eine ganz große Liebe. Und zwar diese Gesellen hier. Diese Djinns, ich glaube, es gab 3 oder 4 davon. Die hat diese Karten geliebt aus The Secret Forces. Ihr erster Holoprint. Ich glaube, ist gar nicht das Originalset gewesen. Die kam ja ursprünglich in Rare raus. Die Karten sind nichts wert. Überhaupt nichts. Aber sie hat diese Karten abgöttisch geliebt. Die hatte ordnerweise, hatte die diese Karten. Die hat mir das mal gezeigt. Die hatte die tausendfach. Tausendfach. Das war abnormal. Alles, was die an Karten ranbekommen hat, hat die entweder verkauft oder direkt in Djinns umgesetzt. Die hatte so einen richtigen Djinn-Tick. Das war abnormal. Das war wirklich abnormal. Die hat nichts anderes gehabt, nur Djinns. Und da hat sie eine schöne Ladung von Djinns bekommen. Ein ganzes Päckchen voll. Der hat sich ein Paket aus diesen Djinns gekauft, das 100 Euro gekostet hat. Nach Marktwert. Keine Ahnung, wo sie die auf den Schlag in der Masse herbekommen hat, aber war so. Wahrscheinlich von irgendeinem Powerseller oder einem Händler, der Einzelkarten verkauft hat. Und was hat die sich gefreut? Und wisst ihr, was eine Reaktion eines der eben angesprochenen Personen war? Jetzt ballert die Fotze mir hier meinen Speicher mit ihren wertlosen Karten, weil was gedownloadet, weil die gedacht habt, das ist jetzt was ganz besonders Tolles. Da kommt die mir mit so einem Müll daher. Was willst du mit dem Scheiß jetzt? Kauf doch mal richtige Karten. Ja, und sorry, also da ist mir halt richtig die Hutschnur gegangen in dem Moment. Ja. Und solche Sammler, die gibt es zuhauf. Ich habe mindestens in meiner 7-jährigen Laufbahn, ich würde sagen locker 20, 30 Leute kennengelernt, die so drauf waren. Und alles, was nicht First ist oder was generell nichts wert ist, da wird einfach nicht mit den Schultern gezuckt, weggesehen und das einfach ignoriert. Nein, es wird runtergemacht. Man gönnt der Person die Freude daran nicht, weil es halt nicht viel Geld gekostet hat. Und das ist eine Einstellung, die habe ich sowas von gefressen. Ja, sorry, aber da bin ich dann auch so, dass ich dann sage, ach was, du hast nur einen DDS Blue Eyes? Schau mal, ich habe 10, was willst du denn? Ja, geh mal weg hier. Mit deinem scheiß DDS Blue Eyes. Das ist ja gar nichts. Kostet ja bloß 2000 Euro, ja? Da habe ich dann natürlich auch entgegengehalten, weil mich das einfach genervt hat. Einfach nur, um der Person zu zeigen, so geht's nicht. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich, muss ich ganz ehrlich sagen, schon ein bisschen aufrege. Da kann ich einfach keine Distanz wahren. Ich kann so lange Distanz wahren, solange man die Person in Ruhe lässt und seine eigene Meinung hat. Niemand muss es mögen. Aber einer Person die Freude zu nehmen und es ihr madig zu reden, einfach nur, weil man es selber nicht sammeln würde, ist für mich absolut unverständlich. Der zweite Sammler, Typ, sag ich mal, also der zweite Sammlertyp, den habe ich ja fast noch dicker. Und der betrifft eine noch wesentlich breitere Gruppe. Und das sind die sogenannten Nostalgiefaschisten. Ich selbst bin auch mit vollem Herzen in der Duel Monsters-GX-Ära verankert. Ich bin Oldschool-Fan. Auch wenn ich ein großer Fan von den heutigen Artworks bin. Mein Herz wird immer bei Duel Monsters und GX sein. Jetzt müssen wir uns vorher natürlich erstmal überlegen, warum ist das eigentlich so? Warum gibt es denn Leute, die mit Duel Monsters gar nichts anfangen können und 5D so toll finden? Und warum gibt es Leute, die GX total kacke finden, nur Duel Monsters gut oder umgekehrt? Warum sind wir so auf eine bestimmte Ära fixiert? Und empfinden diese als nostalgisch. Es gibt Leute, die empfinden hier Sexel als nostalgisch, wo andere wiederum sagen, wett. Das liegt doch schlicht und ergreifend daran, dass wir in jedem einzelnen Fall mit der jeweiligen Sendung aufgewachsen sind. Es ist doch einfach so. Und das einfach mal merken, dazu komme ich dann später nochmal. So, und diese angesprochene Art von Sammler, die sind auch hier Duel Monsters Fans in der Regel, was wir hier sehen. Und finde ich auch cool. Aber die sind auch so ein bisschen intolerant gegenüber anderen. Da hast du dann zum Beispiel jemanden, den gefällt die heutige Zeit. Ja, ist doch prima. Dann gefällt ihm halt Reigns. Ist doch toll. Mir gefällt es auch. Ich finde die Artwork, die zurzeit rauskommen, die finde ich teilweise besser als die Duel Monsters Artworks. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal dabei erwische, so etwas zu sagen. Aber Ende Arc 5 bis heute, das ist Bombe, was da rausgekommen ist. Einfach nur Bombe. Natürlich auch viele Artworks, die du in die Tonne treten kannst, vor allen Dingen was Zauberkarten angeht. Aber viele Artworks, die einfach wundervoll, wunderschön sind. Und so eine Aussage kann der Retrofaschist natürlich gar nicht ertragen. Na, da sieht er rot. Ja, und dann kommt er und sagt, was? Hab ich jetzt da gerade... Ich weiß, wo du wohnst, ne? Also jetzt im übertriebenen Sinne. Also es kommt halt wirklich häufig vor, dass man gefragt wird, okay, ich bin Sammler, du bist Sammler, cool. Nice, endlich mal ein Sammler. Unter den 1000 Spielern. Was sammelst du denn? Ja, alles. In meinem Fall jetzt. Ja, wie alles? Ja, alles.
Also alles so richtig. Auch die schwulen Pendelmonster. Ja, auch die Pendelmonster. Ja, was, wie kannst du denn nur? Und das ist ja gar kein Geschmack, den du da hast. Und hier Vergewaltigung von Yu-Gi-Oh! Und hier Chaos Imperator Drache haben die jetzt auch zum Pendelmonster gemacht. Scheiß Katsuki und Scheiß Konami und Mimimi. Und wie kannst du nur und gar nicht nachvollziehen? Du bist ja gar kein richtiger Sammler nicht und kein richtiger Oldschool-Fan. Verrat an den eigenen Werten. Und solche Leute sind mir tatsächlich schon begegnet. Ihr werdet jetzt wahrscheinlich Stirne runzeln vorm Rechner sitzen. Und euch denken, mir nicht. Aber mir sind solche Leute schon begegnet. Und ich muss sagen, das ist für mich vollkommen unverständlich. Ja, das ist für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie man sich so verhalten kann. Und da wird man wirklich wüst beschimpft teilweise. Und da wird ja immer eine Beschwerde geäußert. Ja, die heutigen Artworks, die sind ja so lieblos gemacht und so, oh, und und guckt mal, die haben ja alle gar keinen Wiedererkennungswert. Und da muss ich sagen, halt, stopp. Stimmt. Es gibt so viele Artworks. Ich nehme als Beispiel gerne die Infernoids. Die sind so dermaßen overdesigned, dass du die einfach nicht mehr wiedererkennst. Legst du 20 Infernoids auf einen Haufen, schaust einmal drüber und meinst du, da liegt 20 Mal dieselbe Karte. Obwohl es alles unterschiedliche Infernoid-Monster sind. Aber es gibt auch Karten, die sind sehr detailreich gezeichnet und haben Wiedererkennungswert. Und davon gibt es nicht gerade wenig. Und diese Leute scheren das über einen Kamm. Beispiel haben wir hier. Ja, da zickt doch wieder die Preiskarte, der scheiß Flexer. Ja, nein, aber es geht mir wirklich nur ums Artwork. Schaut mal her. Das ist jetzt Grandopolis, The Eternal Golden City. Und jetzt tue ich mal was. Das mache ich normalerweise nie, weil ich es für äußerst unprofessionell halte. Ich zoome hier mal manuell ran. Mit was für einer Liebe wurde dieses Artwork designt? Jetzt mal ohne Witz, schaut euch mal an, wie detailliert und durchdacht dieses Artwork ist. Und ich will nicht wissen, wie viel Zeit und wie viel Energie in dieses Artwork gesteckt wurde. Ich weiß, zoomen wir hier erstmal ein bisschen raus, wenn. Ups, das war ein bisschen zu viel. Ich weiß, dass natürlich die Designer von Konami heute nicht mehr auf dem Blatt kritzeln, das dann einscannen oder so, sondern dass sie ihre Programme haben. Es gibt ja auch auf YouTube ein Video, wo man sieht, wie Katsuki Takahashi den Blue Eyes mit Kaiba vorne dran designt. Werde ich jetzt nicht verlinken. Sucht selber. aber das ist Kunst, Leute. Ich sage es immer wieder. Und ihr, diese ganzen Leute, die jetzt sich angesprochen fühlen dürfen von dem, was ich gerade erläutert habe, ja, ihr seid nur Konsumenten. Ihr könntet weder das, noch könntet ihr das, noch könntet ihr das. Und es ist immer einfach, als einfacher Verbraucher die Kunst einer Person zu kritisieren. Und es gibt auch Artworks, die mir nicht gefallen. Gibt es. Haben wir hier ein Beispiel liegen? Hier. Geistungeheuer Petelfin. Ist tatsächlich nicht mal die hässlichste, aber es ist kein Artwork, das ich übermäßig feiere. Aber ich habe Respekt davor und das ist der Unterschied. Ich könnte das nicht malen. Und ich käme auch nicht auf die Idee. Und das ist der Unterschied. Es gibt einen Unterschied zwischen etwas gefällt mir nicht, aber ich habe trotzdem Respekt vor der Leistung, und etwas gefällt mir nicht, und weil es mir nicht gefällt, weil es nicht in meine kleine eingeschränkte Weltsicht passt, mache ich alle nieder, denen das gefällt. Und das ist diese Einstellung, die mich so dermaßen ankotzt. Das, ich sage es immer wieder, ist Kunst. Eine Kunst, die wenigsten von euch beherrschen. Und vor allen Dingen nicht diejenigen, die das kritisieren. Sollen sie sich hinsetzen und sollen sie Artworks malen, die besser sind als das, was hier zu sehen ist. Und dann können wir mal drüber reden, ob Kritik angebracht ist. Denn eine solche Kritik, ja, die so von Missgunst und von oben herab quasi geprägt ist, die wird von meiner Seite aus nur toleriert, wenn die Person, die auf diese Art und Weise äußert, ja, es besser kann, als die, die es gemacht haben. Und das können die wenigsten. So. Und um nochmal auf ein Schlusswort zu kommen. Warum finden wir diese entsprechenden Serien toll? Warum finde ich jetzt Duel Monsters toll? Warum findet Person XGX toll? Oder warum findet Person Y auf einmal Sexel nostalgisch? Es ist ein ganz einfacher Fakt. Wir sind damit aufgewachsen. Wir haben diese jeweiligen Serien, die wir so toll finden, in einer Zeit gesehen, in der wir als Mensch quasi geformt wurden. Dementsprechend ist das, was wir hier sehen, Teil unserer, ich sag jetzt mal, Bearbeitung als Mensch.
Und deswegen haben wir so einen Bezug zu diesen Karten aus dieser Zeit. Und deswegen werden wir diese Karten, egal was Konami macht, Konami könnte die Vollbremsung reinhauen und sagen, wir machen jetzt nur noch Artworks, die richtig an Ägypten angelehnt sind und richtig spooky sind und whatever. Könnten nicht machen. Aber dennoch würden wir immer die hier cooler finden. Weil es einfach in unserer... Das ist eine rein psychische Sache, keine objektive. Es ist eine subjektive, schrägstrich psychische Sache. Nehmen wir mal an, wir hätten jetzt hier Sechsel oder Arc 5 zur damaligen Zeit gesehen. Mit sowas hier. Das hätten die vor 20 Jahren gemacht. Wir würden eine Erektion kriegen bei der Karte. Ist so. Und wenn wir dann sowas sehen würden, das hätte Konami jetzt heute gedruckt, dann würden wir nicht sagen, boah, das sieht aber toll aus. Das ist ja so schlicht und einprägsam. Oh, da würden wir sagen, was das für ein liebloses Geschmiere, das kann ja meine Oma besser. Ja, genau so wäre es nämlich. Es liegt nur daran, dass wir damit aufgewachsen sind und an nichts anderem. Das ist der einzige Grund, warum wir das besser finden. Und ja, natürlich ist es so, dass diese Artworks durch ihre Schlichtheit auch eine gewisse Schönheit ausstrahlen. Es gibt allerdings auch sehr kompliziert und sehr, ich sag jetzt mal, detailreich gezeichnete Monster aus der damaligen Zeit, wie zum Beispiel der Chaos-Imperator-Drache mit seinen unterschiedlichen Rüstungselementen. Aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass es natürlich eine gewisse Richtigkeit gibt oder eine gewisse Richtigkeit hat, was da gesagt wird. Die damaligen Artworks waren einfacher designt und dementsprechend einprägsamer. Das stimmt. Aber das liegt teilweise gar nicht an den Monstern, sondern an den Hintergründen von heute. Die Hintergründe sind teilweise genauso kompliziert designt wie die Monster und dann ist es einfach überladen. Man kann gar nicht mehr erkennen, was auf dem Bild eigentlich zu sehen ist. So, gibt es diese Monster. Das ist einfach so und das war damals weniger der Fall. Diesen Kritikpunkt, da kann ich nichts gegen sagen. Das ist einfach so. Aber nehmt euch mal den Rest von dem, was ich gesagt habe, so ein bisschen zu Herzen. Und wenn ihr euch angesprochen fühlen könnt von dem, was ich gesagt habe, dann denkt doch mal ein bisschen über euer Verhalten nach. Und ihr könnt das auch gerne mit mir über Instagram, ja, da ist ein Link unten in der Videobeschreibung, da kommt ihr auf meinen Instagram-Account, über 450 Beiträge, das ist wundervoll. Da könnt ihr auch gerne mit mir drüber reden. Ihr könnt mir einfach eine PN-Message schreiben, ich antworte auf jede Message. Ja, ich bin kein, hier, schlag mich tot, whatever, der ganz fern von seiner Community ist, sondern ich rede gern mit euch. Und wenn ihr jetzt vielleicht auch ein bisschen Kritik an meinem Ausbruch hier in diesem Video hattet, dürft ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben. Habe ich auch keinen Schmerz mit. Kein Thema, aber das sind meine Gedanken dazu und die mussten halt auch einfach mal raus. So, wir sehen uns zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren steif.